Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Heute war ich auf einem Markt heute Morgen und habe zum Schluss des Marktes diese Blumen fast, sag ich mal, hinterhergeworfen bekommen. Die wollten sie loswerden und naja, ich habe gedacht, die sind schön, die haben ganz feste Stiele, das ist ja. Das ist ganz schön, da kann ich jetzt was mitmachen. Ich habe mir jetzt mein letztes bisschen Steckenmus, was ich noch hatte, gewässert. Ich habe das da reingetan. Also ich war ja nicht darauf vorbereitet, sowas zu machen. Ne? Aber ich wollte es euch jetzt zeigen. Na, das geht auch nicht. Aber ich habe mein Handwerkzeug, glaube ich, heute mal beisammen. Zwei Drähte. Die werde ich jetzt mal hier durchstecken, damit das ein bisschen zusammenhält und nicht rausfällt. So, fertig ist das schon. Kann ich das wieder wegtun. So, nun habe ich hier einen Zweig, den ich als Höhe nehmen möchte. Vielleicht oder so. Nein, als Höhe. Den mache ich zuerst mal rein. Dann schiebe euch das gleich rum. Ihr wisst, das ist bei mir immer ein bisschen eng. Dann habe ich hier so ein paar Büsche abgerupft am Wegesrand. Die werde ich jetzt da reinstecken. Eigentlich wäre das schon eine schöne Winterdeko, aber ich habe auch ein paar Frühjahrsblühe. So, den. Die fallen so schön. Wir geben so ein bisschen Schwung. Das kann ich erstmal zur Seite tun. Hier sind noch ein paar Blüten dran. Das mache ich jetzt auch noch mal. Das kann auch erstmal zur Seite. Das mache ich jetzt noch mal ab. Kann ich nachher noch mal dran machen, vielleicht, eventuell. Das gar nicht so ganz hoch haben. So, guck mal, das alleine ergibt ja schon mal was, ne? Und jetzt werde ich mal gucken, was habe ich denn für Farben da drin? Ich würde das, glaube ich, ganz gerne mit dem Gelben weitermachen. Ich habe ja noch ein paar Verwendungen für die anderen. Guck mal, die sind sogar schon oder noch richtig schön angedrahtet. Ich zeige euch das immer mal. Gerberer sind so viel kleiner und fester, wie ich sie sonst kenne. Das finde ich auch ganz schön. Sind wahrscheinlich wieder besondere und ich weiß es wieder nicht. Aber das werdet ihr mir bestimmt schreiben.
Aber ist das nicht traurig, dass es immer noch so kalt ist? Also gestern war ich im Garten, ich glaube, da habe ich mich wieder erkältet. Aber ich musste einfach raus. Irgendwie finde ich das jetzt ganz schlimm. Ich will jetzt raus, ich will jetzt Frühling haben und so. Ich habe jetzt schon mal so 3 verschiedene Höhen. Habe jetzt noch so ein bisschen Blattwerk aus dem Garten. Ich muss das ja hier hinten auch ein bisschen zumachen. So nimmt das langsam Form an. Diese sind ein bisschen schwieriger. Die muss ich auch anbraten, sonst wird das nichts. Und zwar mache ich dann hier hinten, wo der Strunk ist, da gehe ich einmal durch, drehe das einmal rum und mache das jetzt um den Stiel. So. Auch schon wieder nicht so richtig. So, nun ist das angedrahtet, nun kriege ich das da auch besser rein. Mal gucken, wie das hier ist. Der Stiel ist härter, der geht. Ich kann den auch, da das ein bisschen hohl ist, ich kann das auch unten reinmachen. Dann habe ich das auch angedrahtet. Ich kann das hier ein bisschen besser noch stecken. So. Vorne möchte ich jetzt gleich hier noch 2 Kerzen rein haben, aber die wollte ich jetzt nicht so ganz mittig haben, die wollte ich gern so ein bisschen an die Seite setzen. Ist immer so langweilig, wenn das alles so mittig ist. Auch 2 verschiedene Höhen. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich weder die Blume noch den Ast direkt darüber habe, sonst kann das ja Feuer fangen. So, und dann wollen wir mal weitersehen. Ich habe hier noch eine ganze Menge. So. Auch das ist schön, wenn man auch mal so aus dem Vollen schöpfen kann. Obwohl es mir schon fast leid tut, die schönen Blumen zu stecken. Aber eigentlich hält das bei mir auch immer lange. Also von daher. Aber ich finde, das wird ganz schön. Das ist noch ein bisschen zu lang. Ich freue mich schon, ich habe auch noch so einen bunten Tulpen. Wenn ich das dann auf meinen Tisch stellen kann, so einen riesen Bund, wann hat man das schon mal? Jetzt kann
kann ich mein ganzes Haus eigentlich damit schmücken. Äste, die hätte ich auch zu Anfang machen können, habe ich natürlich wieder vergessen, die ich jetzt auch mit Draht ein bisschen befestige. So, da mache ich mir einfach nur so eine große Krampe und mache das auch rein, dass es da nicht, wenn ich das trage, schon rausfällt. So. Ganze Menge habe ich davon. Kleine Stücke. Ich hatte ja schon einen Kranz gemacht von so kleinen Stücken. Ich kann das jetzt hier überall mal ein bisschen reinmachen. Ich finde, das macht es auch noch mal so ein bisschen lockerer. Ich habe draußen im Garten einen ganzen großen Buschholz, zeige ich euch irgendwann mal. Den habe ich auch mal so einen trockenen Ast hier irgendwo reingetan in so ein Gesteck. Und plötzlich hatte der Wurzeln. Und da habe ich gedacht, wenn der sich so anstrengt, kann ich den ja nicht einfach wegwerfen. Und habe den in den Garten gepflanzt. Und siehe da, das ist ein richtiger Busch geworden. So, das lade ich mir jetzt auch an. Oder mal sehen, ob ich das so reinkriege. Ja, kriege ich auch so rein. Da kann ich hier vorne mit zumachen, mit diesem kleinen Teil. So. Und hier nochmal ein kleines Teil. So, das hier nochmal. Das muss umgedreht sein. Das höhere natürlich immer hinten, das kürzere immer vorne. Man vertut sich da manchmal. Aber dann muss man das einfach nochmal rausnehmen. So. Ich habe jetzt drei Ebenen. Kann mir nochmal zwei an die Seite machen. So, hier an der Seite ran. Damit das hier ein bisschen rausguckt. Ich weiß, viele von euch mögen kein Gelb, aber da hatte ich nun kein Mitspracherecht, ob ich da jetzt das Gelb wäre oder so ein bisschen abdecken hier noch. Dazu habe ich noch ein paar. Blätter. So, dann habe ich hier die zwei Kerzen, die ich hier reinsetze.
Wenn ich einmal mindestens was runterfällt, bin ich auch immer nicht zufrieden. Es muss immer irgendwie was runter sein. So. Ich glaube, fertig ist die Laube. Hier können wir noch ein bisschen reinmachen. Da ruhig noch so ein bisschen unruhiger werden. Das Licht ja hier kann man ja auch benutzen. Das ein bisschen gerader noch. Mal gucken, habe ich noch eine? Ja. Eine ist noch da. Und die kann auch noch weg. Ich finde, die sehen eher aus wie Zinien oder so. Naja. Sollen aber gelbe was sein. Aber diese zum Beispiel, die anderen haben alle so einen rötlichen Zinnenleben. Diese aber nicht. Dafür will sie da jetzt nicht rein, dazwischen, zwischen ihre. So, und jetzt habe ich das hier fertig. Ich mache jetzt noch mal die Lichter an. So, na. Also aufpassen, dass das nicht rüberkommt. So, das war mein Gesteck. Und das sind die restlichen Blumen. Die habe ich jetzt erstmal zum Aufbewahren in diese Vase gesteckt. Ich weiß noch gar nicht, was ich da morgen mitmachen will. Aber guckt mal hier, wie schön fest die sind. Das ist so eine richtige Gerbera. Aber diese sind, also, ich finde die ganz toll. Ich habe die auch noch nie so gesehen. Na gut, das ist also meine Aufbewahrungsgeschichte und das ist mein fertiges Projekt. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wenn ich Bilder mache, wie ihr das findet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und noch mehr würde ich mich auch freuen, wer noch kein Abo hat, wenn er ein Abo macht. Ihr wisst, kostet gar nichts. Das Einzige, was ihr euch damit antut, ist, ihr müsst mich dann vielleicht öfters sehen. Ja, das ist dann der Nachteil dabei. Fällt wieder was runter? So. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Bärbel. Bleibt alle schön gesund. Tschüss und drückt alle die Daumen, dass das Wetter besser wird. Wir wollen jetzt Sonne haben. Tschüss.